Mein Name ist Kerstin Fröhle. Ich arbeite bei der Bodensee Stiftung, bin dort Projektmanagerin und koordiniere das Projekt Partnerschaft zum Schutz der biologischen Vielfalt im Weinbau in Europa. Die Partnerschaft oder das Projekt letzten Endes hat das Ziel, die biologische Vielfalt im Weinbau zu fördern und zu schützen. An der Partnerschaft beteiligt sind Spanien, Portugal, Türkei und Deutschland. Das Besondere an der Partnerschaft ist, dass wir auf der einen Seite die Naturschützer haben, die ihre Vorstellungen haben, wie biologische Vielfalt gefördert werden sollte. Und auf der anderen Seite haben wir die Landwirte, die Winzer, die ihre gängige Praxis haben. Und durch einen gemeinsamen Austausch wird gewährleistet, dass die Materialien, die entwickelt werden, eben auch praxistauglich, anwendbar und dann letzten Endes von den Landwirten genutzt wird. Wir haben 5 unterschiedliche Bildungsmaterialien entwickelt, die den Landwirten in verschiedenen Bereichen helfen, um biologische Vielfalt im Weinbau zu fördern und zu schützen. Das erste Bildungsmaterial, was entwickelt wurde, sind die Biodiversity Fact Sheets, die zum ersten einmal darauf eingehen, was biologische Vielfalt überhaupt ist und dann eben auch erklären, wie Weinbau auf die biologische Vielfalt einwirkt, welche Handlungsmöglichkeiten ein Winzer hat, um biologische Vielfalt zu fördern. Das zweite Arbeitsmaterial, was wir entwickelt haben, ist letzten Endes eine Hilfestellung für den Winzer direkt im Weinberg. Es ist eine Bestimmungshilfe, die Arten, also Tiere, Pflanzen, aber eben auch invasive Arten vorstellt, die auf der Weinbergsfläche vorkommen können. Das dritte Trainingsmaterial sind die Biodiversity Checks. Ein Rundumschlag, um Biodiversitätsleistung im Weingut zu erfassen. Das heißt, man überprüft in der Strategie, im Management eines Weinguts, auf den Weinbergsflächen, Kellerwirtschaft, im Einkauf, aber eben auch in der Kommunikation, welche Berührungspunkte das Weingut zur biologischen Vielfalt hat. Daran anschließend haben wir ein Trainingskonzept zur Selbstschulung entwickelt. Das heißt Biodiversity-Programm. Und die Idee ist, dass der Landwirt in dem Fall selbst definieren kann, auf welchem Stand er im Moment ist, sprich welche Maßnahmen er schon umgesetzt hat oder nicht. Und kann sich für die nächsten Jahre eben auch selbst festlegen, welche Maßnahmen zu ihm, zum Weingut passen und er in welchem Zeitraum umsetzen möchte. Das letzte Modul sind Schulungsvideos. In den Schulungsvideos werden wir Maßnahmen präsentieren, die besonders wirksam sind, um biologische Vielfalt zu fördern und zu schützen. Aber eben auch praxistauglich, da wir in den Videos Winzer selbst präsentieren, die die Maßnahmen schon umgesetzt haben. Sie werden erklären, wie die Maßnahme funktioniert, welche Motivation dahinter steckt und wie biologische Vielfalt dadurch eben gefördert werden kann. Von den Videos erhoffen wir uns, Aufmerksamkeit auf das Thema Verlust von biologischer Vielfalt zu erzeugen und Winzer zu motivieren, entweder ein individuelles Trainingskonzept erstellen zu lassen oder das Biodiversity-Programm selbst durchzuführen.